Oh, es wird schon wieder Nacht. Pass auf, wir machen einfach noch eine zweite Farm hier oben hin. Ist mir jetzt egal, ob wir die drehen können. Das finden wir vielleicht noch raus. Aber wir brauchen sie wahrscheinlich. Und wir brauchen keinen Raincatcher. Converts dirty surface water into usable fresh water. Ich glaube, das ist das Richtige. To bring surface water from nearby sources to operate effectively. Well, also, jetzt muss ich mal gucken. Der Small Fountain brauchte einen Well, einen Raincatcher oder einen Water Purifier. A slowly regenerating water supply for your village that works nonstop year round. Das klingt doch gut. Das baue ich hier einfach mal direkt neben den Raincatcher. Oder hier so an die Seite. Und ich denke, ja, so ein Water Purifier wäre natürlich auch nicht schlecht. Man braucht ja auch nur... Ach nee, wir müssen wieder aufpassen. Wir haben nicht so viel Gebäude frei. Und ich baue und baue und baue. Und Lightning. Man kann ein Large Fire Pit. Wisst ihr was? Wir machen hier in die Mitte vom Dorf, so hier in die Ecke. So hier machen wir mal ein gemütliches Lagerfeuer. So, was kann ich noch bauen? Magic. Oh. Build this near crystals to encourage growth. Growth. So, Curious Gate. Das ist doch das, was hier überall rumstand, wo wir nicht wussten, was das sein soll. A sacrificial pond that will convert material items and living tissue into essence when dropped inside. Ach, damit können wir dann hier oben, ich nehme mal an, diese Leiste auffüllen, mit der wir dann verschiedene Zauber hervorrufen können. Recall, summon holy golem. Dissolve, mein Gott, was man hier alles machen kann. Resurrect, data views, problem panel. Haben wir Probleme? 5 Homes haben kein Food. Ein Villager ist outside the village. Ja, das ist in Ordnung. Wir haben ja schon eine Farm gebaut, aber jetzt fällt mir ein, wir brauchen dann wahrscheinlich auch wieder mehr Farmer. Und noch ein Watermaster wäre wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, ne? Ja, ist nämlich schon wieder understaffed, obwohl es jetzt auch gerade nicht regnet. Also was soll hier schon gemacht werden? Na gut, lassen wir ihn mal. Ein Essence Collector. Ja, gut, mit Magic werde ich mich... Was? The monsters are coming, good luck. Nein, Moment. Moment, ich, ich möchte gerne einen Bautower bauen, und zwar... Was, der braucht Crystals? Oh, verdammt. Ich brauche Crystals, ich brauche Crystals. Könnt ihr mal gerade schnell diese Crystals hier abbauen, bitte? Und zwar alle. Ich wäre euch sehr verbunden. Wo kommen die Monster? Sind hier schon Monster? Sind irgendwo Monster? Ich habe mich... Also ich habe... Die hätten ja ruhig sagen können, dass am Tag 3 dann die Monster kommen. Haben sie aber nicht. Jetzt bin ich auf nichts vorbereitet. Ich meine, ich habe zwar jede Menge Holz, dass ich den an den Kopf schmeißen kann, aber ich habe nichts gegen diese Monster in der Hand. Ich könnte sie in meinen Large Fire Pitch reinschmeißen, aber da bringt ja auch nichts. Bist... Child Dom... ein Kinderzombie! Damage Resistance, Magic Damage und er hat Strength, Dexterity. Ach, na großartig. Das heißt, die müssen jetzt gegen die kämpfen. Und wie soll ich an Crystals rankommen? Bauen die überhaupt Crystals ab gerade? Oder nicht? Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr das... Ich glaube, der greift gleich an. Ich möchte bitte einen... Kann ich irgendwas... Wood... Crystals... Oh. Ballista Tower, Bow Tower... Bullet Tower, 16 Rock... Verdammt, ich brauche Crystals. Warum bauen die keine Crystals ab? Muss ich dafür vielleicht erst... irgendetwas... Harvesting? Crystal Harvestery? Hier. Building Priority. Did you know you can adjust the building priority? Ja, das wusste ich. Refined materials, like board stone, the makeshift crystal harvest unit, claim is one of them. Achso, wenn ein Gebäude weiterverarbeitete Materialien braucht, ja, dann muss ich die Lumber Mill oder die Stone Cuttery irgendwie upgraden, damit die das auch herstellen können. So, und ich fürchte,
Das Ding braucht schon. No available boards. Ja, super. Dann mach doch mal hier ein Upgrade rein. Oh oh. Was ist hier los? Reese Witherspoon? Was ist mit denen passiert? Warum sehen die so aus? Warum ist hier überall Blut? Arne Bjornsson ist erwachsen geworden. Sehr schön. Hilary Burton und René Zellweger. Moment. Das ist schön, dass ihr erwachsen seid. Ihr kommt gerade richtig zum Sterben. Haben die den Zombie jetzt besiegt? Oder was ist hier passiert? No available boards. Ja, ich versuche schon Boards herzustellen. Ich wünschte, ich könnte irgendwie... What? Building Priority, ja, okay. Ich wünschte, ich wüsste irgendwie, wie denn... Board Stores, ja! Established Lumber Shack. Das heißt, wenn der jetzt aufgewertet ist, dann könnte es sein, dass die automatisch Boards herstellen. Das wäre natürlich schön. Jetzt ist nur die Frage, brauche ich eine Build Priority höher? Top. Weil es nützt nichts, wenn die hier oben alles fertig machen, aber... wir keine Boards haben und das nicht weitergebaut werden kann. Jetzt baut ihr erstmal das da unten fertig. Und dann können wir auch den ganzen Zombie-Kindern hier richtig schön aufs Maul hauen. Einfach mal so im Vorbeigehen. Was ist das? Ein Schleim. Der ist auch richtig schön gezeichnet. Ich habe ein bisschen Angst vor der Nacht. Hieß es nicht, in der Nacht kommen die Zombies oder die Monster? Ich hau das ganze Dorf mit dem Meteor weg, ist mir ganz egal. Also wenn die kommen, lebend kriegen sie uns nicht. Wir nehmen sie alle mit. Aber noch sieht es relativ friedlich aus hier. Und warum bauen die jetzt hier unten nicht weiter? Was fehlt denn hier? Was fehlt euch? Moment. Total 380, Resource Wood, Make, Maintain. Ja, eigentlich, wir haben doch genug Leute hier. Was fehlt denn denn? No available boards. Ja, aber wie soll ich denn Boards herstellen? Ja, ich weiß, das hat er mir eben im Tutorial gesagt, aber da habe ich doch nicht zugehört. Ich möchte gerne Boards herstellen. Oder geht das hier irgendwo? Upgrade? Starten wir mal hier das Upgrade, bevor die jetzt alle tatenlos sind quasi. Ist ja besser, wenn sie irgendwas tun. Ja, und ich habe definitiv nicht genug zu essen. Auch wenn das hier mittlerweile, also der Well läuft relativ gut. Der läuft well. Und die Häuser sind aber trotzdem nicht versorgt. Wahrscheinlich, weil ich zu viele Leute habe. Die saufen und fressen mir alles weg. Und ich kann fast nur hoffen, dass ein paar Zombies kommen, um diese Hungersnot zu beenden mit radikalen Mitteln. Ja, und was macht er jetzt? Jetzt baut er das Ding auf und dann hoffentlich habe ich Boards. Building List. Problems. 6 Villager sind durstig. Ne, 23 sind durstig. 5 sind ausgetrocknet und 3 haben kein Essen. Ja, das wird ja großartig. Also ich habe das Gefühl, unsere Siedlung hier ist dem Untergang geweiht. Das wird kein gutes Ende nehmen. Ich höre schon wieder irgendwas kämpfen, oder? Wo denn? Oder verdurstet ihr gerade und jammert dabei rum wie kleine Mädchen? So, gibt's jetzt hier Boards? Boards? I need Boards? Oh, Night has arrived, the monsters are restless. Sehr schön. Okay, das mit den Boards muss ich mir definitiv nochmal irgendwie angucken. Ich... Lumber Shack? Aber das habe ich doch gemacht. Kann ich denn eventuell nochmal... Kann ich denn eventuell... Requires Lumber Mill for Boards. Ach so, Lumber Mill. Was?
Ach, da verdursten die ersten schon, ja, großartig. Da steht irgendwas von Lumber Mill. Harvesting Lumber Shack, Mining Facility, 8, Clinic. Ich glaube, da in dem Lumber Shack kann man das gar nicht bauen. Ich habe das eben anscheinend verwechselt. Manufacturing. Armor Smithy, Bowyer, Forge, Tumbler, Toolsmithy, Waymaker Shack. Na, großartig. Aber das ist nicht das, was ich gesucht habe. Refining. Die Lumber Mill, hier ist sie doch. Mein Gott, die kommen jetzt direkt hier unten hin. Und die hat die höchste Priorität. Die allerhöchste Priorität. Und die muss sofort gebaut werden, weil... Da kommen die Monster. Jetzt greift ihr doch an. Ja, nicht die Monster, die Villager. Ihr sollt da kämpfen. Los, ihr Farmer. Jetzt steht der Blob einfach im Eingang rum und kämpft gegen das Haus. Ernsthaft. Und die Farmer stehen... Ja, jetzt schlagen sie endlich mal drauf ein. Mit vereinten Kräften, Leute. Lasst euch doch nicht unterkriegen. Habe ich kein Verständnis für. Kommen hier an, kriegen von mir nichts zu essen, nichts zu trinken, können in der Hundehütte schlafen und dann wollen sie nicht mal kämpfen. So, ich hoffe, ich habe jetzt noch genug Steine, aber hier müssten eigentlich genug Steine drin sein. 49 und hier unten brauchen wir... hier ist schon wieder einer verdurstet. A glorious death. Ich glaube nicht, Neil Beckman. Glorios wäre es gewesen, wenn du vor deinem Tod wenigstens noch was Sinnvolles gemacht hättest und den Blob hier mitgenommen hättest. Aber das hast du auch nicht getan. Nutzlos warst du. So, dankeschön. Oh Gott, hier unten ist wieder Blut geflossen. Summer will arrive tomorrow. Ja, das ist ja großartig. Nur schade, dass ihr den Sommer niemals erleben werdet, weil ihr werdet vorher alle verdursten. Und verhungern. Und dann von Zombies auseinandergenommen. Und dann von Blobs vereinnahmt. Das ist euer Schicksal. Das ist euer Schicksal. So, könnt ihr das Ding mal fertig bauen? Was fehlt denn hier noch? Steine. Wir haben noch genug Steine, oder? Wir haben 6 Miner und die machen nichts. Was ist hier los? Oh, ich weiß, warum die nichts machen. Weil Hillary Burton? Der Name sagt mir aber auch irgendwas. Ich glaube, die haben relativ viele bekannte Namen hier. Ja, Hillary Burton schafft es nicht mal, im Kampf gegen ein Zombie-Kind zu bestehen. Hillary Burton, du bist sowas von absolut überflüssig auf dieser Welt. Ja, a makeshift... Ach, ist being damaged? Was? Warum? Wurde es angegriffen? Ja, die Blobs greifen das Ding an. Und da brennt, glaube ich, auch irgendwas, Hillary Burton. Chances are it was probably your fault? Ich glaube nicht. Nomads, a band of nomads have arrived in the region. Ja, Nomads sind angekommen, Nomaden sind hier in der Region und sie sind freundlich. Und wenn sie es bis zu unserem Dörfchen schaffen, ohne getötet zu werden, dann würden sie uns joinen, also beitreten. Build a large village, plenty of houses and defenses. Das wäre natürlich gut, wenn wir jetzt... Wo sind die denn angekommen? Kann man das... Svetlana, der died of dehydration? Ja. Auch einfach verdurstet, hat nicht mal um Erlaubnis gefragt, das ist ihr völlig egal. Wo sind denn die Nomads? Ach, das sind die, die hier gerade sterben, oder? Ja, nehme ich mal an. Ja, wenn ihr es bis zu meinem Dorf schafft, dann habt ihr das Leben verdient. Wenn nicht, sorry, aber dann kann ich euch auch nicht brauchen, weil wenn ihr bei mir leben wollt, dann müsst ihr davon ausgehen, dass ihr jeden Tag bei der Arbeit angegriffen werdet, weil ich habe keine Verteidigung. Ach, einer hat es durchgeschafft. Ja gut, die darf dann auch gerne hier bleiben. Und da ist der nächste direkt tot. Und noch einer tot. She always had trouble with critical thinking. Ist vielleicht besser, dass sie tot ist. Habe ich natürlich nicht gesagt. So, the makeshift lumber mill you just built can manufacture resources like boards. Aber wir müssen einen Carpenter assignen. Und wir müssen die Ressourcen... Management tab on left hand... Ja. Maintain will try to keep at least that many of a resource. Das heißt, wir können auch einstellen, wie viel von der Ressource da bleibt und dann werden die... Ja gut, das sorgt vielleicht dafür, dass hier nicht mehr ganze Urwälder abgeholzt werden. Wo wir gerade dabei sind, das kann hier mal weggeholzt werden. Doch warum verdurstet denn jetzt jeder? Das gibt's doch nicht. Unsere Siedlung ist so erfolgreich und ihr sabotiert das einfach alles.
So, ich brauche Carpenter, 2 Stück. Dann kriege ich nämlich endlich Boards und dann kann ich das hier... Dann werden auch endlich Crystals geholt und ich kann die Leute verteidigen. Und ich brauche mehr Wasser. Wasser, 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 Wasser. So, Small Fountain, Large Fountain hat keinen großen Sinn. Raincatcher, es hat nicht mehr geregnet. Ich mache mal diesen Water Purifier. Den mache ich mal hier so an die Seite. Ich hoffe mal, der hat irgendeinen Effekt. Ja, jetzt hört doch auf zu verdursten, Leute. Ihr seid direkt neben dem See. Und wer verblutet hier? Oh nein. Jetzt habe ich noch mehr Zombies hier. Na, großartig. Was ist das? Ein Headless. Na, endlich. Blanche Marcy. Das nenne ich mal Einsatz. Das Leben hier ist nun mal nicht leicht. Da muss schon für gekämpft werden. So, wir haben noch 33 Siedler. Ich hoffe mal das Beste. Hier wird gekämpft. Im Schweiße ihres Angesichts kämpfen sie um ihr Überleben. Musarfa Mustafa ist auch verdurstet. Und hier sind jetzt ganz viele Blobs unterwegs. Was soll denn das? Das kann ich nicht zulassen. Oh. Das war ein sehr imposanter Meteor. Der hat mein Haus in Brand gesetzt, aber den Blob nicht besch... Ich sag dazu nichts. Kann ich hier noch irgendwas anderes... Resurrecten könnte ich eventuell noch, das kostet aber auch relativ viel. Also der Meteor hat mal überhaupt gar nichts gebracht. Shake the ground and damaging anything in the area. So, das bringt auch nichts. Tja, ich könnte jetzt mit aller Gewalt gegen diese Zombies oder gegen diese Blobs vorgehen, aber ich habe das Gefühl, ich werde trotzdem nicht genug Wasser zusammenbekommen, um... Ja, wir haben doch 2 Watermasters. Warum ist denn hier understaffed? Nein! Nein! Ja, ich hatte aus Versehen den Meteor noch angewählt. Ja, is burning up in the heat. Ja, ich weiß, dass sie brennt. Da kann ich jetzt aber auch nichts gegen machen. Es tut mir auch leid. Na, ich hab's doch abgewählt. Oh, man muss Escape drücken. Ja, es tut mir leid, ich bin ein sehr... Oh nein, Big Jim ist tot. Burned to death. That's a real shame. Es tut mir leid, ich bin immer ein sehr rachsüchtiger Gott. Ich habe gesehen, ihr seid alle am Verdursten. Und da habe ich gedacht, ich will euch das Leben erleichtern und schicke euch eine Feuersbrunst. Ja, so sind auch relativ viele Katastrophen im Alten Testament erklärbar. Da hat einfach jemand vergessen, Escape zu drücken und den Katastrophen-Button abzuwählen. So, wir haben noch 29 Villager. Ich bin mir absolut sicher, dass wir das hier noch zum Erfolg führen können. Andererseits... habe ich das Gefühl, gleich werden alle verdursten. Und spätestens, wenn die Zombies angreifen, ist es dann sowieso rum. Was ist eigentlich aus den... Die Pilger sind, die haben es nicht geschafft, oder? Da ist ein Zombie. Und da sind ganz viele Zombies. Was ist das eigentlich? Hier liegen Waffen rum. Holt euch die Waffen! Na gut, wahrscheinlich würden die gegen den Zombie keine 2 Sekunden aushalten. Und das Ding hier ist auch noch immer nicht fertig gebaut. Wer macht denn jetzt die Boards? No workers, no production set, make, maintain. Ich möchte immer jeweils 10 Boards drin haben. Und ich habe doch hier 2 Carpenters ausgewählt. Wo sind die denn? Was machen die denn gerade? Nehmen wir 2 Builders weg. Oder habe ich schon so viele Leute verloren? 14, 2, 8... 8, 16, 14. Oh, ich habe schon zu viele Leute verloren. 4. Na gut, dann machen wir es so. Wir machen jetzt... Ja, die Farmer brauchen wir eigentlich. Bei den Farmern können wir nichts reduzieren. Da ist keine Möglichkeit. Ich glaube, bei den Minern und bei den Lumberjacks machen wir es jetzt so. Ja, Watermaster brauche ich 6. Carpenter habe ich jetzt 2. Die fangen auch endlich an zu arbeiten. Und Watermaster. Ja, da brauche ich halt relativ viele aktuell, um das... Wenn man bedenkt, um wie viele Bedürfnisse der Siedler man sich hier auf einmal gleichzeitig kümmern muss und dann noch Monster kommen und da wird hier schon wieder gekämpft. Ich hab's genau gehört. Ja, und da ist er. Jetzt kommen Ghosts. Ja, natürlich. Sometimes you can resurrect dead villagers at dusk and night. Ach, okay. Man kann also tote Villager bei reinziehender Dunkelheit und in der Nacht wiederbeleben. Und manchmal sehen wir die toten Villager, wie sie als Geister in unserer Siedlung umherschwirren.
Gucken wir mal, ob wir da einen erwischen, den wir resurrecten können. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir in Kürze auch mehr tote Villager produzieren können. Da haben wir mit unserer Wasserversorgung doch ganze Arbeit geleistet. Wo sind denn die Geister? Wo sind die Geister, die ich rief? Ach, da, ja, siehst du, da habe ich schon wieder einen umgebracht. Einfach nur, um auch mal zu demonstrieren, wie das denn mit dem Wiederbeleben funktioniert. Da ist ein Geist. Du lebst wieder. Neil Beckman is freezing to death. If it gets too cold outside and... Ach so, nee, freezing to death. So, den haben wir wiederbelebt. Nur damit er erneut eines qualvollen Todes sterben kann. Ja, es tut mir leid, Leute, ihr seid alle verloren. Ich kann da auch nichts mehr ändern. Es ist alles understaffed, mir fehlen die Leute, die Monster sind unterwegs. Ehrlich gesagt habe ich auch die Hoffnung in diese Siedlung verloren einfach. Ich habe jedes Vertrauen auch in euch verloren, die ihr hier arbeitet. Es ist einfach... Es hat keinen Sinn mit euch. Da ist ein Zombie, oder? Hier wird gekämpft. Also ich glaube, wir werden dieses ganze Projekt noch einmal neu starten. Was killed by a child zombie. Ja, die... Wisst ihr was? Ich mach mal hier. So, den hätte ich ordentlich besiegt. Jetzt brennt natürlich ein bisschen was. Unter anderem meine Siedler. Aber das kommt vor. Da darf man auch nicht so pingelig sein. Dissolve. Was ist denn Dissolve? Was tut es da? Dissolve, Liberty Zone, Crystal Wood and Dead Bodies on the map, converting them into Essence. Ah! Damit kann ich Essence sammeln. Ist jetzt hier noch irgendwo... Ach, da oben wird auch noch gekämpft. Was machen wir denn da? Könnten wir einen Storm rufen? Not enough influence. Na gut. Wir könnten auch Meteore rufen. Die wir gegen die Zombies einsetzen. Wo sind denn Zombies? Da sind zwei Stück sogar. Hier, geht weg. Schluss jetzt. Was crushed. Oh nein, Bernadine Jim ist tot. Sie wurde von einem Meteor erschlagen. Ihre Mutter hat ihr immer gesagt, sie soll das nicht tun. Der Sommer ist da. Juhu. Summer has started. Good luck. Ja, ist ja großartig. Die Siedler werden jetzt blisting hot weather pretty often and will have to go home to cool down frequently. Sie müssen jetzt öfter mal nach Hause gehen, um sich abzukühlen im Sommer. Ich würde es ihnen nicht raten, weil ihre Häuser werden gerade von Meteoren erschlagen und da brennt alles. Außerdem sind in den Häusern Zombies. Also bleibt lieber bei der Arbeit. Es wird keinen Regen geben. Ja, slower crop growth und also die das Essen auf der Felder wird nicht schnell genug gar, sozusagen. Hoffentlich habe ich stocked on food and water. Natürlich, ich habe riesen Vorräte an Wasser und Essen, ist kein Thema. Essence, have you noticed those by... Ja, die habe ich gesehen. Das ist Essenz, die in die Welt entlassen wurde. Die kann ich collecten by waving your hand near it and it will increase your influence bar faster. Achso, wenn ich dann also mit der Maus da drüber gehe, dann... kann ich diese Essenz quasi aufsammeln, wie zum Beispiel hier. Und schon habe ich die aufgesammelt. So. Von meinen toten Leuten, die ich eben noch eigenhändig umgebracht habe. So wie hier. Jetzt kann ich es auch aufsammeln. Und schon wird das hier oben wieder mehr. So. Sind hier noch irgendwo Zombies unterwegs? Ich höre es die ganze Zeit kämpfen. Ach, da unten! Das kann ich nicht zulassen. So, den Zombie habe ich jetzt richtig erwischt. Dem habe ich es gezeigt. Ach Leute, da ist ein Blob. Könnt ihr mal den Blob umbringen, bitte? Jetzt habe ich nicht mehr genug Influence. Na super. Und gleich wird es Nacht und dann kommen auch schon wieder die Monster. 22 Leute habe ich aber noch. Kann ich die irgendwie... Ich habe nichts... Ist das hier gebaut worden? Nein, das ist auch nicht gebaut worden. Ja, Leute, wenn ihr wirklich nur Mist macht, ne, dann kann ich hier auch nichts mehr machen. Ich bin nur euer Gott. Ich kann nicht alles für euch machen. Ich würde mir schon wünschen, dass ihr auch ein bisschen selbstständig in der Lage seid, zu überleben. Ja, jetzt ist hier natürlich Highlife. Hier ist die Party am Rocken.
Nehmen wir mal ein bisschen Essenz hier oben mit. Das ist wahrscheinlich die Essenz von unseren ganzen toten Leuten. Aber das, man ist nicht wählerisch bei der Essenz, die man sich einverleibt, ne? So, hier wird Hashima Abdullah kämpft also wirklich mit Street Fighting Arts gegen diesen Blob. Es ist fertig! Das ist ja großartig, dann kann ich ja jetzt endlich die Leute, die ich nicht habe, als Crystal Harvester einsetzen. Wisst ihr was, Bilder brauche ich jetzt gerade überhaupt keine mehr. Die gehen jetzt mal alle weg. Und ein paar Crystal Harvester wären gut, weil dann kann ich zumindest mal einen Turm bauen. Wo kommt jetzt diese ganze Essenz her? Ach, Nomaden sind wieder da, ja! Und von wo kommen sie denn, um zu sterben? Na? Wo seid ihr denn? Hier oben irgendwo? Oder kommen sie durch die Berge? Nein. Ja, anscheinend... Was ist denn das? Ein Friedhof. Mit Kopflosen. Kopflose sind auch so Gegner, die ich aus Ultima Online kennengelernt habe. Und da haben zwei Leute... Die Nomaden, die hier hinkommen, um diesem Dorf beizutreten, die haben doch einen an der Klatsche. Die sind nicht mehr ganz normal. Oh, ich habe gehört, hier fallen jede Menge Meteore vom Himmel. Hier werden nachts Kinder von Zombies gefressen. Ich möchte Teil eures Dorfes sein. Ja klar, komm rein. Hier ist die Zwangsjacke, bitteschön. Weiß jetzt auch gar nicht so recht. Ich habe das Gefühl, wir sind am Ende. Zumindest mit diesem Dorf. Weil nächste Nacht werden wieder Monster kommen. Ich habe nichts zum Verteidigen. Habe ich jetzt mittlerweile Crystals gesammelt? Ich habe Crystals gesammelt. Dann möchte ich doch noch einmal einen Turm bauen. Nämlich einen Bullet Tower. Und zwar, wo baue ich den? Hier, wir beschützen mal die Häuser. Oder? Ja. Oder? Wo waren denn die meisten Kämpfe? Die waren hier oben, ne? So, dann machen wir den mal hier hin. Jetzt haben wir natürlich keine Bilder mehr. Das ist ganz praktisch. India the Doggo. Ah, ich habe einen Hund dazu bekommen. Da ist er. Yeah. Und Barclay ist auch da. Ich habe zwei Hunde. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Also mit zwei Hunden, da ist ja die Moral, ist quasi gerettet. Wie sieht es denn aus mit dem Wasser? Seid ihr immer noch alle durstig? Aber ich sehe gerade, hier ist genug Wasser. Ich glaube, das Wasserproblem hat sich erledigt. Und Essen haben wir auch. Was vielleicht auch daran liegen könnte, dass wir deutlich weniger Leute haben, die Essen und Wasser verbrauchen. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, so ein Problem zu lösen. Einerseits, entweder braucht man mehr Essen und mehr Wasser, oder man reduziert einfach die Nachfrage. Und dann nimmt man sich einfach drei oder vier Leute mit Knüppeln und dann klopft man an die Tür von so einem Villager und sagt, guten Tag, darf ich bei Ihnen mal die Nachfrage reduzieren? Meistens sind die Leute da sehr verständnisvoll. Und machen das dann auch. Wenn das nicht hilft, dann kommt halt so ein Meteor vom Himmel. Und das Schlimme ist, jetzt sieht es ja fast schon wieder gut aus hier. So als würde das Schicksal uns dafür hassen, dass wir quasi fast aufgegeben haben. Aber der Turm wird nicht gebaut. Was auch daran liegt, dass wir keine Worker haben. Ich nehme mal ein paar Lumberjacks noch weg, ein paar Miner noch weg. Ja, die Watermasters würde ich eigentlich gerne behalten, weil sonst fängt wieder gleich alles an zu verdursten. Wobei ich das Gefühl habe, sobald die Nacht einbricht, kann ich denn Probleme sehen. It's dangerously hot. Drei Villager sind durstig. Hot, unhappy, damaged monsters in the village. Wo denn? Ihr meint doch nicht einfach diesen kleinen süßen Hund hier. Hier sind keine Monster, ich sehe keine Monster. Das Programm lügt mich doch an. Wahrscheinlich laufen hier schon die... Ist das ein Monster? Nein, das ist einfach nur Blut. Die werden sich doch jetzt nicht vor Blut fürchten.